So, hallo, liebe Freunde von allen sozialen Netzwerken. Hier ist wieder euer spiritueller Anarchist, Anarchistin. Und heute geht es um dieses Thema: Astralreisen beweisen und oder sich selber beweisen, wie man es auch nennen will. Und ich bin ja schon oft gefragt worden, ob ich schon mal den Test gemacht habe mit der Karte, also sprich, ich ziehe eine Karte aus irgendeinem Stapel oder aus irgendeinem Kartenspiel, drehe sie um, schaue nicht hin, verstecke sie irgendwo auf dem Schrank und gehe dann, wenn ich astral bin, zu der Karte hin, gucke drauf, was drauf ist und am nächsten Tag schaue ich, ob das mit der Karte dann übereinstimmt. Ja? Also folgendes habe ich gemacht. Ich habe aus dem UNO-Spiel eine Karte gezogen, habe nicht drauf geschaut und habe das dann, war nicht auf dem Schrank, aber hier, wo ich sogar noch Beleuchtung habe, hier in dieses Weihnachtsgesteck, habe ich dann die Karte reingesteckt, so dass ich sie nicht sehe, ja, habe sie dann wieder auf die Fensterbank gelegt und bin dann im Astralkörper quasi von der anderen Seite dann quasi, also quasi so ein bisschen schräg, bin dann von der anderen Seite her und habe dann geschaut, was dann auf der Karte ist, ja. Und die Auflösung dazu, also ich möchte dazu noch ein paar Sachen erklären, bleibt da, ja, da kann ich euch die Auflösung sagen, was ich dann gesehen habe, ja. Okay, ja, folgendes mal dazu, beweisen, Astralreisen beweisen und so weiter. Also es gibt ja immer die Skeptiker, die wollen ja für jeden Scheiß immer einen Beweis, ja. Das war ja auch bei Jesus so, dass Jesus hat ja Wunder getätigt, weiß man ja. Also Jesus ging übers Wasser, Jesus hat Wasser zu Wein verwandelt, Jesus hat Kranke geheilt, Jesus hat Tote wieder zum Leben berufen, ja. Und trotzdem waren dann die Leute noch so, ja, wir wollen einen Beweis oder versetzt den Berg oder ja, bring uns ein Wunder und wir glauben, dass du der Messias bist. Obwohl Jesus ja schon die Wunder vollbracht hat. Also das heißt, egal wie viel man beweist und zeigt, also selbst wenn, ja, das ist ja das genauso, auch wenn es um Telekinese geht, also mit, zum Beispiel, es gibt ja Leute, die haben die Fähigkeit, Löffel zu verbiegen oder Löffel zu bewegen, etc. Gegenstände zu bewegen, gibt es ja tatsächlich. Aber da sagen ja auch immer Leute, ja, selbst wenn sie es sehen, selbst wenn sie es überprüfen, muss doch irgendwo ein Trick dahinter sein. Ist halt so, ja, man kann es glauben oder nicht, ja. Okay, aber ich habe mir gedacht, okay, ich nehme eine Karte, tue sie irgendwo hin, ja, also guck nicht drauf, tue sie irgendwo hin und gehe im Astralkörper hin. Okay. Also ist Folgendes passiert. Ja, ich bin raus aus meinem Körper mit üblichen Techniken, Abrolltechniken, nämlich meistens, ja. Das war so, ja, Zeitpunkt war, es ist schon ein paar Tage her, es war so kurz vor Silvester, ein oder zwei Tage vor Silvester, glaube ich. Also, ich habe das jetzt auch nicht aufgeschrieben, sondern ich habe das dann einfach so im Gedächtnis behalten. Hätte ich aber machen sollen, war aber ein Fehler, okay. Aber da ich es jetzt doch gut im Gedächtnis habe, kann ich davon gut berichten. Also, ich bin ganz normal raus aus meinem Körper. Bin dann zu mir, also vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer, bin zu diesem Christbaum gesteckt hin, ja, bin zu der Karte und habe dann von der anderen Seite drauf geschaut und jetzt kommt das Ergebnis von dem Test, ja, haltet euch fest, der Test war negativ. Ihr hört richtig, es war negativ. Das heißt, ich habe auf die Karte drauf geschaut. Und da kam irgendeine Schafkopferkarte, ich glaube so Eichelbube, ja, also irgendwie so Eichelbube oder sowas oder Laubbube, sowas in der Art, habe ich dann gesehen. Also ich konnte es aber nicht genau erkennen, es war so ein bisschen verschwommen, aber es war so 66 oder Schafkartenkarte, was ich dann plötzlich gesehen habe. Ja, und eben nicht UNO, weil es ist hier UNO, ja. Was heißt es jetzt? Was bedeutet es jetzt? Also Astralreisen sind nur Fake oder was kann man dazu sagen? Ich sag mal so, erstens, ja, entweder hat mir die Bewusstheit gefehlt, was auch ein bisschen ein Problem ist auch in Astralleben, dass man die Bewusstheit schnell verliert, oder es ist tatsächlich so, dass sich die Astralreise auf der Traumebene befindet. Das heißt, dass Astralreisen eigentlich nichts anderes sind wie luzide Flugträume, ja.
So wie der YouTuber Kasim Asimov oder wie er heißt, ja, behauptet hat oder gesagt hat. Ja, also was bedeutet das jetzt auch für Astralreisen? Es bedeutet einfach nur, dass sie vielleicht nicht eben so in die physische Welt eingreifen kann oder Sachen sehen kann in der physischen Realität, sondern dass eben das Bewusstsein, ja, wie soll man sagen, sie ein bisschen verliert. Also das heißt, ich komme aus meinem Körper raus. Am Anfang ist auf jeden Fall, man sieht auf jeden Fall die physische Welt, man sieht seinen Körper, man sieht sein Bett, aber dann, sobald man das Zimmer dann verlässt, so nach und nach, verschwimmt das Ganze. Also das heißt, ich fahre auch dann schon oft plötzlich in andere Orte, zum Beispiel bei mir im Heimatort, ja. Und das ist eben der Punkt, wo ich jetzt nicht weiß, fehlt mir da einfach nur die Bewusstheit, ja. Oder kann man durch Astralreisen einfach nicht in die physische Welt irgendwie eingreifen oder irgendwas machen oder einen Freund besuchen? Das ist eben die Frage. Aber nichtsdestotrotz, ja, sind Astralreisen eine super Sache. Also auch die Techniken zur Einleitung von Astralreisen eignen sich ja sehr gut für luzide Träume, dass man einfach von seinem Bett ab einen luziden Traum hat. Und mit dem luzider Traum, das sage ich immer, ist nicht nichts. Du kannst mit dem luziden Traum alles machen, was du mit einer Astralreise auch machen kannst. Du kannst fremde Welten bereisen, du kannst den Seelenführer treffen und. Und erzähl dir mal, dass ich auch ehrlich bin. Ja, also wenn du so testest, was nicht funktioniert, dann sage ich das auch. Das war so. Ja, ich habe natürlich gewollt, okay, ich sehe das, Uno, und sage dann am nächsten Tag, okay, wunderbar, war Uno, wunderbar, hat funktioniert. War aber nicht so. Und da bin ich ganz ehrlich. Ja, da tue ich gar nicht rum. Ist eben so, ja. Und trotzdem ist für mich deswegen nicht alles Fake und alles Unsinn, sondern es ist einfach nur, entweder fehlt mir die Bewusstheit oder es ist halt einfach nur ein luzider Flugtraum, ja. Und da kann ich halt nicht so, wie man sich jetzt vorstellt, in die physische Welt eingreifen, aber kann auf jeden Fall das machen, was man sich so wünscht. Seelenführer treffen, andere Welt bereisen und so weiter, in die Vergangenheit reisen, das ist auf jeden Fall trotzdem alles möglich. Ja. Setzt aber, wie gesagt, man braucht aber, wie gesagt, immer eine starke Bewusstheit, sonst funktioniert das nicht. Also das wollte ich jetzt einfach nochmal sagen. Ich wollte jetzt nochmal ein Video, weil viele gesagt haben, mach doch mal den Test mit der Karte, habe ich gemacht, ja. Und das Ergebnis war quasi eben nicht so, wie ich das jetzt erwartet hätte, ja, oder gewollt hätte, sagen wir es mal so, ja. Aber ich bin da ganz ehrlich, wenn das so ist, dann sage ich das und gut ist es. Okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann würde ich nur sagen, wünsche noch gute Zeit, macht es gut und bis bald.